Moin und Petri Heil an euch alle. Ja, wir befinden uns wieder am europäischen Nordmeer. Jetzt hier auf E7 in dem Gebiet hier drin. Wir wollen mal gucken, was wir jetzt hier fangen. Wir waren ja in der letzten Folge in dem Gebiet D8 in dem gestrichelten. Wie gesagt, wir schauen die jetzt mal durch. Heute machen wir dieses Gebiet hier und morgen werden wir dann hier zu dem 41er fahren. Ja, ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen hier versucht, aber hier war noch gar nichts. Wir werden einfach mal alles Mögliche ausprobieren und dann werden wir wohl auch den ein oder anderen überlisten können. Aber der Wurf scheint nicht in Ordnung gewesen zu sein. Jetzt fängt es hier auch noch an zu regnen. Das ist natürlich sehr schön. Wir fahren mal weiter. Aussteigen. Versuchen wir hier unser Glück. Eine Aalmutter mit 200 Gramm wurde gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Steinköhler mit 7,021 Kilo. Das nennt man doch Fische. Eine Scholle mit 1,195 Kilo. Respekt. Schöne Chatgrößen. Aber wie heißt es so schön? Wir sind zufrieden, wenn wir überhaupt was fangen. So, jetzt haben wir hier wieder Kontakt zum Pölker. Aber so gut scheint die Ecke hier nicht zu laufen. Oh, wir haben einen ziemlich hohen Seegang. Also die Wellen sind sehr hoch. Ja gut, mit 8, da haben wir den ersten Fisch. Mit 8,7 Meter die Sekunde Wind ist das natürlich schon ordentlich. So, auf 25 Meter noch. Da ziehen wir einen Rand, eine kleine Sardine mit fast 1000 Punkte. Versuchen wir weiterhin unser Glück. Ja, wir haben Dienstag. Wir haben noch die ganze Woche vor uns. Und da werde ich definitiv die nächsten drei Folgen, mit heute die nächsten vier Folgen, werde ich auf jeden Fall noch hier auf der offenen See bleiben. So, wir haben wieder starkes Pilken stehen. 80 Meter von der Rolle runter. Aber so wirklich möchte ich hier gerade nichts. Ah, da haben wir doch einen. Genau, da haben wir den nächsten. Holen wir aus 60 Meter hoch. 50 Meter.
die letzten 25 Meter. Und da sehen wir schon ein Skorpion. Ja, ein Seeskorpion. Sehr schön. Wir gucken mal kurz nach, wie wir jetzt stehen. Okay, dann gehen wir mal auf anderen, zur anderen Seite und versuchen dort mal unser Glück. Trinken mal zwischenzeitlich noch mal einen Kaffee und essen auch noch mal was. So, 50 Meter haben wir die Schnur runter schon. 55, 60, 70 und da gehen wir runter und da gehen wir wieder hoch. Also ich finde das sehr schön gemacht hier, vor allem mit den Wellen, die Bewegung, die auch im Bild dann drin ist, dass wir hoch und runter gehen mit dem Boot. Ist wirklich richtig klasse geworden. Richtig klasse finde ich das. So, auf jeden Fall haben wir noch Kontakt. Noch keine Grundnähe. Können ja nochmal Schnur geben. Da sind wir in der Grundnähe. Jetzt müssen wir direkt auf dem Grund sitzen. Na, was war das? So. Na? Kommt, Fisch ist. Also es scheinen hier welche Köhler zu fangen. Makrele, Köhler. Ja, wir warten mal ab. Auf 80 Meter sind wir. 75. Ja, und wir haben da einen dran. Scheint ein sehr kleiner zu werden. Bestimmt auch wieder so ein Seeskorpion. Und da kommt er. Und was haben wir? Ne, wieder eine Sardine. Sehr gut. Wir fahren mal ein bisschen weiter. Und gucken mal, wo wir hier noch ein paar Fische sehen. Da auf 35 Meter. Und auf 5. Dann lassen wir einfach mal ein bisschen hier absinken. Versuchen wir mal unser Glück. Auf 10 Meter. Auch wenn er auf 5 Meter ist. Lassen wir gleich wieder ganz normal absinken. Dann lassen wir mal die Schnur ein bisschen runter. 15 Meter, 20 Meter. Ja, müsste jetzt gleich hier bei 40 Meter Schluss sein. Oder auch noch nicht. 45, 50. Na, 55. Wie tief ist es denn? Wo stehen wir? Ah, okay, wir sind im 72 Meter Loch. Ja gut, 72 Meter Loch ist natürlich auch noch nicht ein Loch, aber hier schon eine Tiefe. Da sind wir dann ganz schön von unserer Position abgetrieben. Dann werden wir gleich wieder zu unserer Position hinfahren. Wenn jetzt hier auch nichts beißt.
ist nichts gerade. Dann werden wir uns auch wieder auf unseren Platz begeben. So, wo müssen wir lang? Wir müssen rechts rum. Dort müsste die Kante sein, genau. Und da sehen wir auch schon Fische auf 35 Meter. Hier steigen wir aus oder stehen wir auf und werfen hier hinaus. Werden wir mal ein bisschen hier anfangen direkt zu pilken. Na? Warum zeigt ihr jetzt, zeigt ihr uns was an? Sehr schön. Es möchte hier nichts. Wir werfen doch so schön darüber, oder nicht? Ja. Na. Vielleicht sollten wir einfach mal den Köder wechseln. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch tun. Das werden wir jetzt mal tun, den Köder mal wechseln. Und dann gehen wir auch nach vorne. Dann können wir eigentlich schon mal anfangen mit. So. Wir gucken erstmal, wie tief das jetzt hier ist, ob wir jetzt hier auf die 30 plus sind. 15, 20, 25, 30, 35 und ja, hier sind wir auf die Höhe. Müsste hier eigentlich genau die Kante sein. Oder? Na, nee, nicht ganz. Wir befinden uns hier nicht ganz an der Kante, aber das sollte eigentlich ganz gut ausschauen. Ja, meine Freunde, aber hier, ihr seht es ja selber, ist schwer hier was zu bekommen. Ich werde mit euch, obwohl ich es eigentlich nicht so wollte, doch ein bisschen durch die Gegend fahren. Und dann werden wir alles Mögliche mal ausprobieren. So, 10 Meter, 15, 20. Ah, wie tief war das hier? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. So, da sind wir in Grundnähe. Bei 30 Meter. So sollte es sein. Seeskorpion. Schellfisch wurde wieder gefangen. Ah.
fangen hier gerade nichts. Ah, da haben wir doch was. Aber auch alles nur so kleines. Ein europäischer Seehecht mit 1900 Punkten. Sehr gut. Wir gucken uns mal die Karte an und ich würde sagen, wir fahren mal hier ins Gebiet. Das heißt, einmal komplett drehen. So, hier haben wir wieder was auf 25 Meter. Meter sind in der Grundnähe. Starkes Böken. Da haben wir auch schon den nächsten Fisch. Auch wieder was Kleineres. Wieder eine Sardine. Wir machen mal den Pilker dran von 200 Gramm. Und dann schmeißen wir den mal aus. 60 Meter. Auf 60 Meter ausgeschmissen, 65 Meter von der Rolle gerade. Sind in Grundnähe bei 70 Meter. Und wieder Grundbewegung, Grundnähe. Na, er möchte aber nicht aufhören vom Grund. Aber da haben wir jetzt den Pilker mit 200 Gramm. Wenn da jetzt wieder so eine kleine Sardine drauf einsteigt, dann ist der Pilker größer als die Sardine. Bei 40 Meter, 35 Meter und noch keine Grundbewegnähe, das ist natürlich super. Ja, jetzt aber wieder. So ist gut. Jetzt haben wir doch wieder Grundbewegnähe. Gehen wir mal auf 30 Meter hoch. Aber so wirklich haben wir noch nichts. Holen wir mal ein. Und fahren dann mal zu ein etwas tieferes Gebiet. Wir wollen ja zumindest nur einen Fisch fangen in der heutigen Folge. Hier haben wir auf 29 Meter. Hier vorne haben wir jetzt diese Kanten drin. So, 50 Meter ausgeworfen, Schnurbogen zu. Beim Absinken fange ich schon an zu pilken. Da müsste jetzt gleich aber auch was kommen dann mal. Ansonsten
das Glück in dieser Folge wieder nicht auf unserer Seite. Können ja noch mal zurück zum Echolot. Laut Echolot ist hier gerade gar nichts. Da kommt einer. Gehen auch mal auf 55 Meter Tiefe. Der soll aber auf 33 Meter stehen. Unser Glück auf 35 Meter ist natürlich jetzt schade. Jetzt weiß man nicht, wo er schwimmt. So, da haben wir jetzt noch einen, der kommt auf 31 Meter. Komm, dich möchte ich aber nur ganz gerne haben. Also er möchte auch nicht. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das soll's. Da haben wir doch noch einen. Einen haben wir noch. Super. Guckt mal, meine Freunde, wir haben eine Makrele mit einem 200 Gramm Pilka gefangen. Die wiegt gerade mal 138 Gramm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis dahin, danke und tschüss.